sehr, was die malen und grüß sich, die Buben. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, da steht wieder mal so ein Baugerät. Und das könnt ihr euch sicher erinnern, ich war vor ein paar Videos da, wo ich komplett am Boden zerstört war. Eben wegen solchen Aktionen. Ich bin halt wieder in demselben Gebiet. Ich wäre, da bin ich nachher zu den Matterl da gegangen. Weiß ich nicht mehr, wie es heißt, da kommen wir eh vorbei. Da möchte ich noch mal hinschauen, da war ich ein Wegerl weiter. Kenne ich noch nicht, dort werde ich weitergehen. So wie es dort aus ist, werde ich da wieder zurückgehen und in die andere Richtung runter, runter zur Donau. Schauen wir ganz einfach einmal, wie ihr es gesehen habt, leichtes Gepäck dabei. Einfach ein kleines Spaziertürchen gehen wir. Und das ist das Bacherl, was vom Teich kommt. Ja, das Bacherl ist ein bisschen höher wie beim letzten Mal und da geht es zum Marienmatterl. Da schauen wir jetzt oben. Und da versickert es quasi. Da sieht man wieder mal, also der Baum eindeutig umgefallen. Und da über den Weg drüber, da ist gleich ein Stück um abgebrochen. Und das ist noch nicht alt, wenn ich mir das anschaue. Die Bruchstelle. Das ist relativ frisch. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es da unten weitergeht. Das werde ich aber gleich sehen. Ja, da sind wir und da brennt sogar ein Kerzel drin. Da schaue ich aber. Also da sieht man, das wird da betreut. Und das könnte ein Weg sein. Den schauen wir jetzt weiter. Ja, dabei schaut es noch gut aus. Und ich glaube, das Bacherl ist auch wieder da. Ein Bruckerl muss man sein. Ah, da dürfte eine Vorstraße sein, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, gut, da kann ich nicht weitergehen, aber da geht ein Wegel weiter. Den werden wir noch ein bisschen schauen. Ja, da ist jetzt einmal das Bruckerl. Da ist der Weg wahrscheinlich aus. Und da geht es weiter. Schauen wir da weiter. Ja, eindeutig. Eis, Schnee. Sogar, ja. Ja, Freunde, da ist ja alles austrickert. Gewaltig. Ja, und auch da fast kein Wasser mehr drin. Ja, haben wir sich das angeschaut, dass da das Ganze von der Überschwemmung drin hängt und dann den Stand. Ja, das sind 3 Meter Unterschied. Auf jeden Fall kommen wir da zur Donau. Da kommt schon ein Schiefernagel. Ja, Freunde, da ist doch wirklich so viel Schwemmholz um mich rumliegt und da drunter auch schön trocken ist, wenn wir da erlauben, ein kleines Feuerl zu machen. Wegen einem Ambiente was. Ein bisschen Holzerl haben wir schon hergekriegt. Ich meine, ein bisschen kleines. Ich habe nämlich gar kein Anzündholz dabei heute. Ja. Schauen wir ganz einfach, was wir sehen.
Aui. Ah. Das knistert. Jaui. Das ist schon mädliches Gemütlich. Und da kreieren wir dann immer. Ja, Holz gibt's nur da bis 6. Das Feuer brennt schon langsam runter. Aber spürt man natürlich, da wird es auch sofort gleich kühler. Aber ein Käfchen werden wir jetzt einmal innerlich aufwärmen, sage ich mal. Ja, es fängt schon zum Finster werden, die Sonne ist untergegangen oder ist am Untergehen. Da. Ich glaube, werden wir da mein Jackerl wieder anziehen müssen. Ja, nachdem ich mein Käfchen eigentlich genossen habe, werde ich dann eh wieder zusammenpacken und Richtung Heim geht's gehen. Wie gesagt, wir haben wirklich extrem wenig Wasser, es ist ein Wahnsinn. Alles heraus, normal steht das Wasser da hervor überall. Ein Wahnsinn. Ja, kann man nicht ändern. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich werde mir mein Westerl wieder anziehen müssen, weil mit den kleinen Pfeilen nur ist beim Sitzen kühl. Und verkühlen will ich mich nicht unbedingt. So, ziehe ich mich schnell an. So, Spiritus oder Bioethanol ist mir ausgegangen. Ich wollte nichts mehr nachladen. Also, auf aufs Feuerchen damit. Und jawohl. Ja, was hat man für Feuer eigentlich? Jo, Freunde. Diesmal ein Weihnachtsgruß an meine Krankensessel und auch an die anderen. Freunde, Weihnachten kommt auf uns zu. Schaut, dass man gesund wird. Und die, was gesund sind, schaut mal, dass nicht krank wird. Prost an alle! Ja, Freunde, ich glaube, das war's. Wir haben schon wieder 4:30. Die habe ich gelöscht im Wasser. Jetzt noch ein bisschen Steine drüber, aber da kann sowieso nichts passieren. So, und jetzt gehen wir und ich werde heute bald mein Licht brauchen. Ja, der Mond scheint auch schon. Und der leuchtet mir heim. Und da ist stockfinster. Ah, so schaut schon besser aus. Ja, sind wir bald am Weg draus. So, zumindest so. Bei der Baustelle bin ich jetzt wieder und da gehe ich jetzt durch auf. Mir wird es wurscht. Kürzesten Weg haben wir. Jawohl. Durch den größten Gatsch. Ja, Freunde. Das war's von der Tour. Ich habe jetzt noch 500-600 Meter, dann bin ich retour. Aber es ist schon stockfinster.
Darum voll entscheidend werfe ich jetzt auf mich, verabschiede mich gleich von euch. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und pfiat euch, die Buben.